Frank Kina, der Wunderknabe der ersten Welle. Normalerweise würde ich das persönlich erledigen, aber ich bin nicht ganz sicher, wie du tickst. Du verhältst dich so, wenn Miss Lau zuschaut, und ganz anders, wenn du von der Leine bist. Ein ziemlich interessanter Gegensatz. Weißt du, ich glaube, tief in dir hast du es kapiert. Du weißt, dass die alten Regeln, Gesetze, Behörden und all das am Black Friday gestorben sind. Aber die brutalen Söldner, die Ausbrecher und alle, die klug genug sind, sich das Nötige einfach zu nehmen, die werden überleben. Und ich, mir wird es blendend gehen. Und das könntest du auch. Aber du hast einen Eid geschworen, nicht? Du hast dich verpflichtet. Beides nur andere Wörter dafür, dass dein Gewissen dich bescheißt. Frag dich doch mal selbst. Wer hat das Recht, dir Vorschriften zu machen? Und weißt du, wie viele Agenten in der Dark Zone gestorben sind, nur damit die da oben sie dann aufgeben und eine Mauer darum bauen? Glaubst du mir nicht? Dann geh hin und sieh es dir selbst an. Aber die Leute, für die du arbeitest, spielen keine Rolle mehr. Amherst hat die Spielregeln geändert und ich habe vor, zu gewinnen. Ich habe Chernenko, einen DNA-Drucker und ein äußerst interessantes Rezeptbuch. Ich schreibe jetzt meine eigenen Regeln. Du solltest dir überlegen, dich mir anzuschließen. Wir sehen uns. Agent, die Informationen, die Sie im Labor gefunden haben, sind Gold wert. Ich glaube, jetzt können wir das Ding knacken. Aber wir haben noch mehr Infos. Eine Stimme aus dem Grab. Hören Sie mal, was Amherst zu sagen hat. Erfasse ein Echo in der Nähe. Was Sie hier sehen, ist das Pockenvirus. Einer der tödlichsten Erreger des Planeten. Viele Jahrhunderte hat er das Bevölkerungswachstum ganz wunderbar in Schach gehalten. Aber die Zeiten ändern sich. Und manchmal braucht Mutter Natur Hilfe, um ihre Schöpfungen zu verbessern. Zum Beispiel, indem man sie schneller macht. Indem man sie ansteckender macht, bereits während sie sich in einem Wirt entwickeln. Oder sie tödlicher macht. Ich verfolge diesen Ansatz nicht alleine. Mein Freund Vitali ist ein Pionier auf diesem Gebiet. Die Idee existiert schon seit Jahren. Das Genom als Daten. Sehen Sie, mit der Digitalisierung der DNA wurde sie unbegrenzt mutierbar. In der Zeit, die ein Labor für die Anzucht einer Generation von Erregern braucht, konnten wir viele tausend virtuelle Varianten erzeugen. Und wir konnten die besten und tödlichsten davon auswählen. Und sie realisieren. So bastelt man sich seinen Killer-Virus. Man kombiniert ihn mit Genen anderer Krankheiten und steigert so seine Virulenz und Letalität auf ein Maximum. Das Ziel war eine Todesrate von 90%. Ich weiß zwar nicht, ob mein grünes Gift das erreicht, aber mal im Ernst. Das ist nur ein Detail. Solange ein Großteil der Menschheit stirbt, hat die Erde eine reelle Chance. Eigentlich töten Technologien unseren Planeten. Aber das ist nicht ganz wahr. Es ist die Gier, die hinter der Technologie steht. Aber auf dem Weg zu 100 Dollar Genomkarten und Plastikspielzeug aus dem 3D-Drucker ist etwas geschehen. Jemand fand heraus, dass man diese Technik nutzen kann. Modifizieren für einen guten Zweck. Ich. Also, mein Virus tut, was die Natur schon immer getan hat. Entscheiden, wer lebt und stirbt. Will die Natur, dass ich sterbe? Sterbe ich. Zumindest bin ich dabei nicht ganz allein. Natürliche Auslese par excellence. Unterstützt durch eine kleine, künstliche Genmanipulation. Alles nur Daten, ehrlich. Leben ist nichts als Datenverarbeitung. Auf dieselbe Weise habe ich das Pockengen auf meinem Laptop verarbeitet. Und wer sagt eigentlich, dass das nicht schon immer der Plan war? Falls Sie durch ein Wunder das grüne Gift überleben sollten, hat die Natur das so entschieden. Sie verdienen zu leben.
Der Rest von uns nicht. Ganz klar. Viel Glück. Wir sehen uns in der Hölle.